Moin Moin und herzlich willkommen bei Nerd is the New Sexy. Ja, ich habe heute wieder mal eine neue Review für euch und zwar habe ich von meiner Frau ein kleines Mitbringsel bekommen und zwar aus Ant-Man von Hasbro, Ant-Man mit Ant, sprich Anthony auf, quasi sein Reittier und so sieht die ganze Geschichte von hinten aus, so von vorne. Mittlerweile ist die Figur, wie ihr seht, schon aus der Verpackung raus und auf der Seite ist dann quasi auch nochmal auf beiden Seiten jeweils das Motiv abgebildet. Ja, wie gesagt, das Ganze kommt von Hasbro und ich finde es insgesamt wirklich sehr schön und ich zoome jetzt einmal ein bisschen näher ran, damit man das Ganze auch gleich sehen kann. Ja, wie gesagt, das Ganze kommt von Hasbro und der Ant-Man selber als einzelne Figur mit dabei hat bewegliche Kniegelenke. Die Füße lassen sich auch drehen, hier oben in den Oberschenkeln beweglich. Arme, Ellbogen, Hände sind auch beweglich. Der Kopf lässt sich auch frei drehen, 360 Grad. Hat jetzt nicht wirklich eine wahnsinnige Standfestigkeit, das Ganze. Aber wie gesagt, wir reden hier auch nicht von irgendwelchen Hot Toys Figuren oder ähnlichem, sondern es ist halt in Anführungsstrichen nur Hasbro. Dafür muss ich es aber sagen, die Figur selber ist wirklich sehr gut gemacht. Der Anzug hat ein vernünftiges Finish, ist für die Verhältnisse so detailreich wie möglich gearbeitet und der Gürtel ist gesculptet. Und hier auf dem Rücken, die einzelnen Applikationen sind auch nicht nur auflackiert, sondern auch erhaben das Ganze. Der Helm selber ist auch ziemlich gut gelungen. Und wie gesagt, also für Preis-Leistung muss man ganz klar sagen, ist die Figur wirklich schön gemacht. Wenn ich mir Anthony im Vergleich dazu angucke, Anthony kommt selber ohne Flügel, die werden quasi, kann man hier glaube ich sehr gut sehen, sind wie so eine Art Kugel, werden die hier in so ein vorgegebenes Kugelgelenk eingeklickt. Die Flügel sind gelb, leicht transparent, haben jetzt auch nicht so die Festigkeit im Gelenk, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht unbedingt weiter schlimm, das Ganze. Was ich sehr schön finde, ist, das Hinterteil quasi lässt sich bewegen, auch komplett frei drehen, wird wahrscheinlich auch auf einem Kugelgelenk sitzen. Das gleiche Spiel mit dem Kopf, der sich auch in jegliche Richtung frei drehen lässt. Vorne die Fühler sind fest, dafür allerdings sind die von der anderen Seite sind die Beine beweglich, lassen sich vor- und zurückdrehen, in sich auch ein bisschen Bewegung mit drinne. Und so kann man halt eben versuchen, Anthony ein gewisses Maß an, zum Posen halt eben in verschiedene Stellungen zu drehen. Finde ich jetzt gerade, mal gucken, dass wir die Flügel wieder hinkriegen. So, was ein bisschen schwierig ist, ist wirklich hinterher Ant-Man auf der ganzen Geschichte zu platzieren, weil man doch schon
zusehen muss, dass die Füße mit auf den Bein, quasi, dass er sich da so ein bisschen mit drauf abstützt, schon, dass der Oberkörper so ein bisschen nach vorne quasi, ist da irgendwie ein klein wenig die Pose, die auf dem Karton gezeigt wird, quasi so schon so mit eine der wenigen ist, die sich auf der Ameise wirklich in Form bringen lassen. Aber letzten Endes, klar, wie, das ist hier ganz klar eigentlich Figur oder Spielzeug für Kinder. Ja, wie gesagt, es ist halt eigentlich eher Kinderspielzeug tatsächlich. Was ich so ein bisschen zu eigentlich wirklich dann doch so, was mir negativ aufgefallen ist, auf der Verpackung sind bei Anthony die Farben wirklich sehr kräftig, das Rot am Schnabel, an den Beinen und so weiter und eigentlich auch ein relativ satter, dunkler Körperton. Den empfinde ich dann doch ein bisschen blass, aber letzten Endes alles in allem für den Preis wirklich eine absolut gelungene Figur und steht seit ein, zwei Tagen auch schon bei mir momentan noch auf dem Subwoofer, muss da erstmal auch noch ein bisschen umräumen, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich eine schöne Geschichte. Ja, Fazit halt, schönes Ding für den Preis und kann man soweit eigentlich auch nicht wirklich viel dran aussetzen. Ich hoffe, die kleine Review hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, teilt das Ganze, lasst ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. In diesem Sinne und tschüss.